Ja, ein Hallo in die Runde hier aus meinem Hobby, sage ich einfach mal, die Wiesestraße, denn ich berichte immer wieder mal hier aus der Wiesestraße. Lange genug hat es gedauert, der erste und der dritte Bauabschnitt ist fertig. Julian, wie schwer war es? Also es war ein Kraftakt, weil bis wir überhaupt erstmal losarbeiten konnten, es ging ja viele Jahre im Vorfeld, es war wichtig, die Gelder zu organisieren. Das Gesamtvolumen, was jetzt im Moment verbaut wird, sind über 15 Millionen Euro mit einer Fördermittelquote von 75% seitens des Freistaates. Also viel Unterstützung von dort. Und dann war es die Aufgabe, den Zweckverband Wasser-Abwasser, unseren GVB, die Stadtverwaltung, die Energieversorgung, Telekommunikationsanbieter, ganz viele zusammenzubringen, um dann das endlich losmarschieren lassen zu können. Insofern bin ich froh, auch mit Verzögerungen, die es bei Baustellen nun mal gibt, aber dass wir so ein wunderschönes Ergebnis vorfinden. Am 5.12.18 habe ich da wegen richtig gefroren. Da war es nämlich kalt. Und da gab es was für die Stadt. Weißt du noch, was da los war? Also das müsste der Termin gewesen sein, wo der Staatssekretär, der damalige des Infrastrukturministeriums, der Dr. Klaus Sühl, hier in Gera war, wo er uns den großen Fördermittelscheck überreicht hat, damit wir wussten, und jetzt ist es verbindlich, wir können loslegen. 12,8 Millionen gab es damals. Die sind richtig gut angelegt. Wir stehen hier Auf dem Parkplatz. Und das in der Wiesestraße, die Straßenbahnfahrer können jetzt durchfahren. War das so ein Plan mit, dass endlich auch der fließende Verkehr hier in der Wiesestraße gewährleistet wird? Also der Hauptplan und die Hauptursache war ja, dass hier unter den Gleisbetten alte Wassersammler vom Zweckverband waren, die hart einsturzgefährdet waren. Insofern galt es, eine Lösung zu schaffen. Dann hatten wir gesagt, wir machen nicht nur einfach Boden auf, ein neues Rohr oder einen Sammler rein, sondern wir tragen Sorge dafür, dass erstens die Bahnen leiser fahren. Da ist jetzt nämlich Schallschutzdämmung unter den Gleisen, damit nur noch wenig Geräusche für die Anwohner hier entstehen. Und das zweite Wesentliche war, dass wir Parkplätze schaffen wollten, weil früher war es relativ chaotisch hier in der Wiesestraße. Autos standen halb auf dem Gehweg, halb auf der Straße, nur auf der Straße. Straßenbahnen sind stehen geblieben und das galt es zu vermeiden. Und wenn ich das Ergebnis jetzt sehe, ich kann sagen, ich freue mich sehr. Ich sag mal so, die Gerschen sind so der Meinung, jeder Oberbürgermeister, der tut sich sein Denkmal setzen. Ich sag einfach mal, der Vornehm war die Buga 2007 zusammen mit dem vorhergehenden Frau Hahn, dann ist Rudi Neum. Ist die Wiesestraße so ein Denkmal vom Julian? Nee, überhaupt nicht. Also mir geht es nicht um Denkmäler, sondern mir geht es darum, unsere Stadt zu entwickeln und große Baumaßnahmen voranzutreiben, dass die folgenden Generationen was davon haben. Und nur darum geht es. Und wenn wir dadurch mehr Lebensqualität, mehr Wohnwert und glückliche Menschen haben, dann habe ich mein Ziel geschafft. Ja, jetzt habe ich mir einen Geschäftsführer geholt hier von unseren Gera Verkehrsbetrieben. Ich gratuliere erstmal zum Wiederwahl. Ja, vielen Dank. Da bin ich natürlich auch sehr froh drüber. Zumal man freut sich da sehr viel mehr, wenn man mal was hier zeigen kann, was man geschafft hat, wenn man weiß, ja, vielleicht kann man in einem Jahr dann den nächsten Bauabschnitt präsentieren. Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie viele schlaflose Nächte hat die Baustelle hier in der Wiesestraße gemacht, die letzten 2 Jahre? Ja, es sind jetzt nicht unzählig gewesen, aber es waren schon einige schlaflose Nächte und ja, nach 2-3 Tagen hat man sich dann immer erholt, weil man eine neue Lösung gefunden hat, wie es weitergeht. Aber ich hätte mir auch nicht zu träumen gewagt, wie viele Probleme bei so einer Baustelle auftreten, an die man vorher gar nicht geglaubt hätte. Jetzt haben wir hier in diesem Abschnitt 1 und 3 ein neues Gleisbett. So langsam fehlen die Bahnen dann irgendwann mal, ne? Ja, die Bahnen sind ja da. Ja, also aber nicht die richtigen. Ja, wir haben genügend Bahnen, aber man sieht das ganz deutlich an der neuen barrierefreien Haltestelle Oststraße. Die ist natürlich gemacht für die Niederflurbahn und nicht für die hochhackigen Tatras. Das heißt, ja, es ist eigentlich schon überfällig, dass die, und zwar schon seit 2014, dass die Tatras ausgesondert werden. Ich verstehe das ja, dass ja, unsere Fahrer mögen die Tatras auch, außer im Sommer. Die haben nämlich keine Klimaanlagen, da ist es da drin 45 Grad warm, wenn die Sonne richtig scheint. Ansonsten mögen die, aber es ist einfach so, die können auch noch 100 Jahre fahren. Das kann man machen. Aber es ist sehr, sehr viel teurer, so alte Bahnen am Laufen zu halten, als neue zu schaffen. Und hier muss neue zu beschaffen. Und hier muss man einfach mal reinschauen in die Berechnung, dass es sehr viel günstiger ist, neue Bahn, moderne Bahn, klimatisierte Bahn, niederflurige Bahn, geräuschärmere Bahn
mit weniger Instandhaltungsaufwand zu beschaffen, als die alten Bahnen immer wieder komplett auseinanderzubauen. Das müssen wir nämlich machen, um wieder zusammenzubauen, damit die dann nochmal 8 Jahre rollen können. Wir haben es im Winter gemerkt, wir brauchen einige Tatras. Ihr habt da auch die umgebaut extra für den Winter. Ist ja überhaupt nicht das Problem. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt wirklich, wie geht's? Haben wir denn schon irgendeine Bahn bestellt? Ja, leider nicht. Der Stadtrat hat zwar beschlossen, 6 Bahnen zu beschaffen. Und ja, wir würden auch ausschreiben, eine Option auf weitere 6 Bahnen. Dafür fehlt noch für die zweiten Bahnen die Finanzierung. Aber insoweit für die ersten 6 Bahnen eigentlich alles klar, wenn nicht der Rechtsstreit mit dem Landesverwaltungsamt wäre. Denn solange dieser Rechtsstreit läuft, dürfen wir sozusagen nicht vollziehen, dürfen wir den Stadtratsbeschluss nicht umsetzen und können auch keine Straßenbahn ausschreiben. Ja? Und wenn man jetzt so denkt, naja, das ist so wie beim PKW, wir bestellen da mal ein Auto und 3 Monate später, vielleicht auch ein halbes Jahr, je nachdem, was man so will, bekommt man dann das Fahrzeug ausgeliefert. So ist es bei einer Bahn nicht. Ja? Von der Ausschreibung bis zur Zuschlagserteilung, also bis die betriebsbereit ist, vergehen in der Regel 4 Jahre. 4 Jahre. Das heißt, wenn wir also Ende dieses Jahres, ja, im September, ausschreiben könnten, ja, wenn dann der Weg freigemacht ist, dann ja, muss man mal rechnen, dann haben wir 2025, wenn die erste Bahn hier rollt. Und wenn sich das Ganze verschiebt noch ins nächste Jahr, dann haben wir 2026. Ja, und das ist noch lange, lange Zeit hin. Und in dieser Zeit müssen wir noch viel, viel Geld in die Hand nehmen, um die in die alten Tatrabahnen zu stecken. Und ja, und es ist so, wir ändern ständig unsere Instandhaltungsstrategie. Sagen, naja, gut, jetzt dauert es halt noch ein halbes Jahr, ein Jahr, dann machen wir noch mal eine punktuelle Instandhaltung, damit das nicht so teuer wird. Jetzt sind wir aber so weit, dass sollte sich das wirklich, die Ausschreibung, ins zweite Halbjahr 2022 verschieben. Das klingt jetzt noch weit weg, aber wir haben schon das zweite Halbjahr 2021 und eigentlich wollten wir schon 2019 ausschreiben. Sollte das also passieren, müssen wir bei 8 alten Tatra-Fahrzeugen noch eine Hauptuntersuchung durchführen. Das ist im Prinzip genauso, als ob sie eine neue Bahn bauen. Wir bauen die alte Bahn komplett auseinander, erneuern die durchgerosteten tragenden Teile, die werden also ausgetauscht, erneuern die rostigen Stellen, lackieren das Fahrzeug neu, bauen es komplett wieder zusammen. Und das würde uns nochmal, wenn wir das vorsichtig machen, wirklich nicht alles, nochmal zusätzlich 1,3 Millionen kosten. Und ich rede immer Kosten, so als ob das Geld da wäre. Das Geld ist nicht da. Das haben wir nicht. Also ich möchte jetzt gar nicht weiterdenken, wie das weitergehen könnte. Aber es könnte zum Beispiel passieren, wohne in Biblach-Ost, dass ich auch, wenn die EU sagt, behindertengerecht, dass ich immer noch in hohe Tatrabahn einsteigen müsste? Naja, es gibt natürlich eine Ausnahmeregelung, die besagt, ja, dass man im einen Nahverkehrsplan sozusagen die gesetzlich vorgeschriebene Barrierefreiheit etwas verlängern kann, die ja ab nächstes Jahr gilt. Mhm. Aber etwas verlängern heißt schon konkret zu sagen, okay, 1-2 Jahre länger, weil naja, der Beschaffungsvorgang noch nicht vollzogen werden kann. Aber verlängern heißt in meinen Augen nicht, na, wir verlängern das mal auf Sankt Nimmerlein. Und ich hatte es ja gesagt, selbst wenn wir jetzt die Bahn bestellen, die barrierefreien Niederflurigen, also wenn wir die jetzt ausschreiben, dann werden die erst 2025 geliefert. Und da haben wir schon eine deutliche Verlängerung. Wie viel will man das denn noch verlängern? Eine Frage von meiner Kamerafrau, denn die fährt täglich mit der Bahn auf Arbeit. Sind es dieselben Bahnen dann, denselben Typ Bahnen, neuen Bahnen, die jetzt zurzeit fahren? Die sind ja aber auch nicht mehr neu. Ja, die haben auch schon, 2008 sind die geliefert worden. Die haben auch schon einige Jahre auf dem Buckel und sind nicht mehr neu. Also wir haben jetzt die neueren Bahnen schon in der Hauptuntersuchung. Das heißt, die werden auch schon komplett zerlegt und wieder zusammengebaut. Ja, und die neueren Bahnen, das ist nun mal so mit dem Fortschritt. Der ist zwar nicht ganz so groß wie bei den Autos, dass die dann völlig anders aussehen. Ja.
Das ist ja so ein Verkaufserfolg, ja, der neue VW sieht, nee, die behalten Sie mal bei. Die werden schon noch so ähnlich aussehen wie jetzt die neueren Bahnen. Aber die sind natürlich noch energieeffizienter, die haben modernere Klimaanlagen, die haben andere Türsysteme, dass man noch schneller ein- und aussteigen kann. Und vor allem, sie sind noch leiser, ja, die neueren Bahnen. Also wenn wir die dann mal beschaffen können. Tja, liebe Zuschauer, ihr seht also, ich glaube, bevor die neuen Bahnen sind, ist die Wiesestraße bis zum Gleisdreieck fertig, obwohl das auch noch in Kraftakt ist. Wollen wir mal hoffen, dass der Stadtrat endlich dann irgendwann mal so richtig aus der Knete kommt. Tschüss, macht's gut hier aus der Wiesestraße.